Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Es gibt Informationen, die aus Apex Legends vielleicht nicht nur einen Battle Royale-Modus machen, sondern auch einen Coop-Modus ins Spiel kommen. Ihr wisst ja, Solo-Modus kommt, ist jetzt gerade im Event drin, wird sicherlich irgendwann fester Bestandteil des Spiels werden, hoffentlich auch ein Duo-Modus. Es kann aber sein, dass ein PvE-Modus noch ins Spiel kommt. Und zwar könnte es sein, dass der Modus Hunt the Beast heißt. Und zwar wurden vor Wochen und Monaten, habe ich auch schon mal über diesen Leak gesprochen, dass Dataminer in dem Quellcode etwas gefunden haben, was sich Hunt the Beast nennt. Und zwar wurde jetzt ein bisschen mehr geforscht und es wurde auch mehr gefunden. Scheinbar ist das ein Coop-Modus, da ist man wahrscheinlich in einem Squad unterwegs und hat da keine PvP-Gegner, sondern es soll wohl so sein, und zwar nennt sich das PvE Goliath Hunt On-Off-Mission. Das ist sozusagen eine Mission mit mehreren verschiedenen Zielen. Und Ziel soll es wohl sein, so eine Art Goliath. Das könnte ein Riesenmonster sein, was man besiegen muss. Und laut den Leaks soll es wohl so sein, dass man dieses Vieh nur mit Energiewaffen killen kann. Man muss sich quasi erstmal über die Königsschlucht kämpfen, die richtigen Waffen finden. Es soll wohl auch so sein, dass es kleinere Monster gibt, die man vorher plätten kann, was er sich mit normalen Waffen, und irgendwann droppt dann vielleicht eine spezielle Energiewaffe oder so, mit der man dann den Goliath plätten kann. Wie es weiter von dem Dataminer heißt, hat er noch zig weitere Informationen, die er jetzt aber scheinbar noch nicht preisgegeben hat. Es soll wohl auch so sein, dass es die speziellen Waffen, mit der man wahrscheinlich, es kann sein, dass es auch noch andere Monster gibt als Spezialaufgabe, dass die speziellen Waffen, mit denen man diese Sondermonster, nenne ich das jetzt einfach mal, oder diesen Goliath töten kann, dass die speziellen Waffen von anderen Viechern in bestimmten Bereichen beschützt oder bewacht werden. Das heißt, ihr müsst erstmal irgendwo vielleicht eine Horde von Gegnern plätten, Monstern, und könnt dann die spezielle Waffe finden. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht die Havoc oder die Triple Take als Energiewaffe ist, sondern irgendwas anderes Spezielles. Das sind soweit eigentlich die interessantesten Informationen. Ich habe vor ein, zwei Monaten schon das allererste Mal, glaube ich sogar länger her, schon von einem PvE oder einem möglichen PvE-Modus gehört, und auch wie zu dem gestrigen Video über den Leak mit Fähigkeiten zu den zukünftigen Legenden. Auch hier, es ist ein Leak von einem Dataminer. Es könnte so kommen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, muss aber nicht so sein. Es kann auch sein, dass davon gar nichts stimmt. Aber wie gestern auch in dem Video schon betont, meistens ist es so, dass was in den Quellcodes gefunden wird, auch tatsächlich passiert. Lasst euch gerne in den Kommentaren aus, wie ihr das findet. Es ist halt, wie gesagt, Apex ist ein reiner Battle Royale Shooter, das darf man nicht vergessen. Mit dem Solo-Modus bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich, wenn der fester Bestandteil ist. Ich hoffe, dass, wie gesagt, ein Duo-Modus kommt. Würdet ihr euch freuen, wenn ein bisschen Abwechslung reinkommt, wenn ihr jetzt gerade kein Battle Royale spielt, sondern einfach mal ein PvE, vielleicht Story passiert, irgendwas, vielleicht erfährt man ja im Hintergrund irgendwas über die Legenden noch, warum sie so sind, wie sie sind, wie Octane vielleicht seine Beine verloren hat bei einer Explosion, das kennt man ja aus dem Bild, das ist jetzt nur ein bisschen spekulativ, wie gesagt, lasst euch in den Kommentaren einfach mal aus, wie ihr einen PvE-Modus finden würdet, es heißt ja auch Coop-Modus, kann natürlich sein, dass ihr euch online trotzdem da trefft, geht ja auch eigentlich gar nicht anders, ist ja logisch, aber vielleicht gibt es auch größere Squads als nur Dreier-Teams. Wie gesagt, lasst euch gerne aus. Das war's jetzt von mir. Lasst einen Daumen für das Video da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Natürlich auch wie immer ein Abo, wenn ihr neu seid, keine Informationen, Livestreams und so weiter von mir verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Schönes Restwochenende. Und für alle, die jetzt relativ zeitig dieses Video sehen, Livestream heute zum Sonntag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.